internationale Automobilausstellung? Nicht mehr ganz. Inzwischen ist die IAA in München eine Mobilitätsmesse. Alles rund ums Thema Fortbewegung wird gezeigt. Die großen deutschen Autohersteller sind natürlich auch dabei, mit ihren Konzeptfahrzeugen, extra für die IAA entwickelt. Das ist auch gerade für die deutsche Automobilindustrie eine ganz wichtige Einrichtung, dort zu zeigen, wohin sich die Technologien unserer Automobilunternehmen entwickeln, auch unsere Wettbewerbsfähigkeit zu demonstrieren, Gäste aus der ganzen Welt einzuladen, zu diskutieren. Und zur Diskussion stehen zum Beispiel die Antriebe. Die Hersteller zeigen vor allem Elektroautos. Und zwar nicht nur die deutschen Firmen. Dieses Jahr sind auch viele chinesische Unternehmen vertreten, die ihre Autos und Produkte auch in Deutschland verkaufen wollen. Für BMW war die neue Konkurrenz aus China erwartbar. Das ist der größte Automobilmarkt der Welt. Davon auszugehen, dass der nicht auch außerhalb von China sich entwickelt, das wäre einfach fast naiv, das zu glauben. Ich bin da relativ gelassen, weil BMW lebt immer in einem Wettbewerb. Und der Wettbewerb ist dafür da und den sollten sie auch gar nicht beschränken. Und wir werden sehr, sehr wettbewerbsfähige Produkte haben. Die deutschen Autobauer zeigen sich selbstbewusst. Für viele ist das Land der Mitte einer der wichtigsten Absatzmärkte. Und nun streben die chinesischen Hersteller auch nach Europa und werden hier zu Konkurrenten. Vertiefen wir mal die Frage, wo beim Rennen um das E-Auto die deutschen Autobauer bleiben. Im letzten Jahr gab es da ein Überholmanöver an der Spitze. Erstmals verkaufte der chinesische Hersteller BYD mit 1,85 Millionen Stück mehr E- und auch Hybridautos als der Platzhirsch Tesla. Tesla selbst auf Rang 2 mit 1,3 Millionen. Das sind reine E-Autos. Und Platz 3 geht wieder an China, nämlich an den Hersteller SAIC aus Shanghai. Und jetzt erst die deutschen Hersteller, VW, BMW und Mercedes, sie haben zusammen nicht mal so viele E-Autos verkauft wie Tesla alleine. Können Mercedes, BMW und Co. das eigentlich noch aufholen? Wir konnten vor der Sendung mit der Präsidentin des Verbandes der Automobilindustrie, Hildegard Müller, reden. Frau Müller, schönen guten Tag. Gleich die erste Frage. China und USA haben die Nase bei E-Autos vorne. Wo bleiben denn die Deutschen? Also Sie erleben hier auf der IAA Mobility eine Leistungsshow der Innovationen. Und ich bin sehr sicher, dass wir mithalten können, sowohl was die Antriebe angehen, als auch was das Thema Digitalisierung. Also die Standortbedingungen sind zurzeit das, was uns am meisten Sorge macht, was uns auch zurückwirft, weshalb wir auch teurer sind in Produkten. Aber trotzdem, wir investieren gewaltige Summen, 250 Milliarden jetzt in den nächsten 4 Jahren, die in die neuen Antriebe gehen. Und Ende des nächsten Jahres wird es rund 170 Elektroautomodelle von deutschen Herstellern geben. Man kann sich hier auf der IAA überzeugen, die Bürger in der Münchner Innenstadt, sie werden das sehen, wie weit wir da inzwischen gekommen sind. Frau Müller, Sie haben den Standort Deutschland angesprochen. Was müsste denn da sofort passieren, damit wir erfolgreicher werden? Ja, wir leiden alle unter den gleichen Themen. Die Energiekosten sind zu hoch. Sie sind so dramatisch zu hoch, dass wir die Wettbewerbsfähigkeit verlieren. Steuern, Abgaben, Bürokratie, all das sind Themen, die den Standort wirklich nachteilig machen. Und hinzu kommt, dass wir Rohstoffe brauchen, dass wir Halbleiter brauchen, Batteriezellthemen. Alles das sind knappe Güter und hier müssen wir eine andere Standortpolitik betreiben, gerade auch wenn wir nicht abhängig werden wollen von anderen Regionen in der Welt. Frau Müller, nochmal zurück zu den E-Autos. Kann denn ein E-Auto made in Germany, wie man es heute schon sehen kann, technisch und qualitativ international mithalten? Auf jeden Fall. Die deutschen Elektroautos sind zum Beispiel auch wieder in Europa nach vorne gerutscht. 6 von 10 Elektroautos, die dort verkauft werden, kommen auch von deutschen Herstellern. Also wir sind guten Mutes, was den Wettbewerb angeht. Und es ist ja für die Kundinnen und Kunden erst einmal eine gute Nachricht, dass sie eine größere Auswahl auch haben. Für den Standort bin ich sehr sicher, dass die deutschen Hersteller wettbewerbsfähig sind und viel mit auch an die Kunden jetzt noch bringen werden. Aber nochmal, Frau Müller, Mercedes oder Porsche, das sind ja klingende Namen in der Welt der Verbrenner. Klingen die auch elektrisch gut? Bleiben solche Namen auch Zugpferde weltweit?
Ich bin sehr sicher, dass diese nicht nur Namen bleiben, sondern dass auch entsprechende Autos kommen. Hier auf der IAA hatten wir jetzt 300 Weltpremieren. Da waren sehr, sehr viele von deutschen Herstellern mit dabei, voll elektrisch, Leistungen 600, 700 Kilometer auch in der Batterie, ganz weit vorne. Die deutschen Zulieferer liefern exzellente Produkte, Vorprodukte auch. Also wer hier kommt und sich überzeugt, der sieht, dass sozusagen auch ein Knoten geplatzt ist. Ich bin sehr sicher, dass die Deutschen in der Innovationsfrage mithalten können. Ja, Sie klingen so optimistisch, Frau Müller. Sehen Sie denn in einigen Jahren unsere Autobauer mit oben an der Spitze? Ja, ich sehe sie mit oben an der Spitze, weil natürlich auch eine enorme Kompetenz weiter vorhanden ist, Autos zu bauen. Ich war jetzt auch bei vielen Ausstellern hier am Stand. Andere Länder schauen manchmal ein bisschen neidisch darauf, wie weit wir sind, was Sicherheitsfragen angeht, was Komfort angeht und anderes. Natürlich haben Kunden unterschiedliche Bedarfe, aber auch die deutschen Hersteller haben viel zu bieten, was andere so noch nicht haben. Und deshalb bin ich sehr sicher, das jetzt zusammengebracht, die Kreativität, die Visionen, die ich hier wirklich auch erspüre. Und das ist jetzt hier ganz, ganz sichtbar, auch auf dieser IAA Mobility. Das wird sich in gute Produkte und gute Angebote umwandeln, sagt die VDA-Chefin Hildegard Müller. Vielen Dank.